Mafia. Mafia ist eine Gruppe von drei Impostors. Der Godfather. Wie ein normaler Impostor. Er handelt wie ein normaler Impostor. Kann töten. Nichts Außergewöhnliches. Mafioso. Ein Impostor, der nicht killen und nicht sabotieren kann. Solange der Godfather lebt. Sobald der Godfather tot ist, übernimmt er die Rolle des Godfathers und ist ein normaler Impostor. Der Janitor. Also der Hausmeister auf Deutsch. Übersetzt. Ein Imposter, der nicht killen kann und nicht sabotieren kann, aber er kann Leichen verstecken. Also er kehrt Leichen unter den Teppich. Jester. Der Jester hat keine Tasks und gewinnt, wenn er rausgewotet wird. Er muss so tun, als wäre er der Imposter und muss sich rauswählen lassen. Engineer. Kann Vents benutzen und hat einmal im Spiel die Möglichkeit, eine Sabotage zu reparieren. Sheriff. Kann Imposter und Jester töten. Schießt er allerdings auf eine andere Rolle, stirbt er selbst. Medic. Kann einmalig einem anderen Spieler ein Schild geben. Der kann dann nicht sterben. Ist durch den Schutzschild geschützt. Er sieht den Namen des Mörders, wenn er kurz nach dem Kill einen Report macht. Lover. Zwei Spieler sind ineinander verliebt. Stirbt einer, sterben beide. Einer der beiden kann auch Imposter sein. Detective. Sieht die Fußspuren der anderen Spieler. Spy. Admin Panel zeigt die Farben der Spieler an und Lifeline zeigt, wie lange ein Spieler schon tot ist. Major. Sein Vote zählt doppelt. Leiter. Sieht auch alles, wenn das Licht aus ist. Shifter. Muss seine Rolle mit anderen tauschen. Wenn er aus Versehen mit einem Imposter tauschen will, stirbt er. Wer als letzter Shifter ist, verliert. Child. Kann nicht getötet werden, bis es 18 ist. Time Master. Kann die Zeit um 5 Sekunden zurückdrehen. Seher. Kann mit seiner Fähigkeit sehen, ob eine Person gut oder böse ist. Swapper. Kann bei einem Meeting die Personen tauschen und somit dafür sorgen, dass ein anderer rausgebootet wird. Morphling. Als Imposter. Kann die Identität eines anderen Spielers annehmen. Camouflager. Als Imposter. Seine Fähigkeit lässt alle Spieler die Farbe Grau annehmen. Ich würde aber sagen, wir fangen einfach mal an. Jo, hau rein. Jo. Jawohl. In diesem Sinne, viel Spaß und Muten nicht vergessen. Ja, und Stream wieder klein machen, ihr wisst Bescheid. Ach, Schrecke. Ja. Ich mach einfach WhatsApp groß, das löst das Problem schon. Mhm. Okay. Oh, der Liz ist mein Doffer. Okay, Among Us, ich hab ohne Sound, ohne Sound. Also ich bin jetzt Among Us bei Liz im Stream mit der Other Walls Mod, ja. Und ich bin Lava, Liz ist auch im Lava und... Alter, was zum Teufel? Selbstmord. Wenn er stirbt, sterbe ich auch. Platz liegt direkt vom Dropship. Selbstmord. Aha, okay. Selbstmord. Andi, was? Okay. Zwerge Konstlerzeit, der ist noch ohne Schlüssel. Was ist jetzt los? Andi. Ich muss erstmal auf das Leben klarkommen. Was? Keine Ahnung, was passiert. Ich glaube, ich war einer der ersten, der abgehauen ist. Ich hab euch alle zurückgeholt. Du warst. Du bist die einzige Rolle, die du am Anfang callen kannst, die aber kein juckt da. Also, der Imposter geht halt nicht auf dich, weil es ihn auch nicht interessiert.
Wehe, ich mach mein Download und du machst den Mist wieder an, Alter. Wie sieht es denn da aus? Geht dann die Imposter-Zeit wieder hoch, wenn du Time Nein, du wirst halt einfach das zwei Sekunden. Das heißt, du ziehst nur das Movement zurück, mehr oder weniger. Absolut richtig. Aber du kannst auch niemanden wiederbeleben dadurch. Doch, das kannst aber du einstellen. Das muss man einstellen, ob du reviven kannst oder nicht. Okay, das weiß ich jetzt nicht. Okay, wir haben's aus, okay, gut. Ich kann nur sagen, niemand ist bei Lights, weil ich bin bei Lights. Was fragt ihr euch, warum bist du denn bei Lights? Ja, weil ich fucking Lights campe, ihr Pimmel. Ja, du hast wie immer Lights campen. Das bist ja, genau. Doch schon dein Standard-Move. Ja, exakt, genau. Deswegen, außer ich kann sagen, außer keiner ist da. 98% der Runde. Deswegen bin ich vorhin dort gestorben. Ne? Gut zu wissen. Aber nicht von mir. Doch, Andi. Ja, doch. Aber Sekunde mal. Andi, ich habe mal eine Frage. Jetzt mal, als ich Zeit zurückgesetzt habe, bist du wieder zurück mit irgendwem zum Dropship gelatscht? Vor Ort. Ja. War das Lönne oder war das Platsch? Ich weiß nicht. Das war die Zeitzurücksetzung. Ich habe mir schon gedacht. Ah, okay. War noch irgendjemand dabei? Weiß ich jetzt aber nicht mehr, wer es war. Ja, ich hab nämlich nur zwei oder drei gesehen. Es kann auch sein, dass Zwergi noch dabei war unten am Dropship. Ja. Nein, Zwergi ist noch an den Schlüssel gestorben. Ich bin noch an den Schlüssel-Task. Okay, aber da unten war, glaube ich, ein Dreier. Ich habe auch kurz Red noch gesehen, okay. Der unten lang gelaufen ist. Können wir ja, ganz kurz zusammen. Das heißt, gibt's irgendjemand, der jetzt verdächtig ist, nur für mich als kleine Zusammenfassung? Na, anscheinend Andi, ja. Oder? Andi war grob in der Nähe, oder wie? Ich mach was skip. Nee, also nicht wirklich. Also ich hab keinen. Okay, gut. Nein, ich hab keinen. Okay, gut. Oh mein Gott. Warum hast du nichts, wenn du reportest? Schlecht. Hat er nicht reported? King hat reported. Scheiße, Kuchen. Ja. Kuchen ist muss gerade erst noch mal Kuchen beitragen. Ja. Kuchen wollten wir übersehen, würde ich sagen. Kuchen ist der neue Red. Ich muss erst mal drauf klarkommen, es gibt hier gefühlt 50 Rollen. Ich muss erst mal klarkommen, okay, ich bin Lava, also das einzige Problem von mir gerade ist, dass wenn ich sterbe, Liz auch stirbt und dass wenn Liz stirbt, ich auch sterbe. Ansonsten bin ich einfach Crewmate-Dings. Die anderen Rollen, ja, muss ich irgendwie kapieren, irgendjemand konnte jetzt die Zeit zurückspülen, das gibt's auch irgendwie als Mob, das ist ein Mod, als Mob, genau, der wütende Mob. Ah ja, ich bin also mit Liz, eine kleine Freundschaft hier, ne? Eine Liebesbeziehung. Lava sind wir hier. Na, alles. Zwinker, die Zwinker. Sind wir jetzt also verliebt? Wie schnell das gehen kann, dass man in so einer Beziehung ist. Ah, jetzt wird die Zeit wieder zugespielt. Na toll, jetzt muss die Task. Dankeschön. Oh ne, den Task muss ich nochmal machen. Was, wie, warum, wie, was? Wurde jetzt wieder jemand wiederbelebt? Oder wie funktioniert die Rollen? Das ist ich. Ich spiele jetzt zum ersten Mal gerade Other Worlds Mod. Ich muss hier erstmal kapieren, was diese Rollen machen können, sollen, wie, was, das, warum überhaupt. Ich muss hier erstmal aufs Leben klarkommen. Hoffen wir, dass Liz nicht stirbt. Na, sehr toll. Danke fürs Zurückspulen. Das kann also die Zeit zurückmachen. Und dann wahrscheinlich auch den Tod wieder aufheben. Und gestorben ist, dann den wieder beleben. Das rückgängig machen. Muss ich mal Licht an. Aha. Okay, ich bin die ganze Zeit alleine hier unterwegs. Wie kann denn das sein? Okay. Der Time Master macht hier seine Spielchen. Und wozu ihm das was nützt, weiß ich auch noch nicht, aber okay. Oh, hey Liz. Ab zu Specimen. Was? Hier liegt doch irgendwo eine Leiche. Leiche! Leiche auf dem Klo. Leiche auf dem Klo. Ungefähr 12 Stück. Ungefähr 12 Sekunden. Da lag ein Braun auf dem Klo. Und dann wurde gerade, als ich sie reportet habe, die Zeit zurückgespurt. Also es ist. Ey Josh, danke für den einen Moonwalk. Kannst du Glück noch rechtzeitig. Warte, der eine Moonwalk was? Den einen Moonwalk. Du läufst in den Lab rein und ich laufe zurück in den Lab rein. Ja, ich hatte keinen Bock, dass du direkt hinter mir bist. Aber ich bin auch ab und zu mal rückwärts gelaufen. Bist du ich bin unten, ja. Unten bei den Wasserrädern.
Sie hat tatsächlich Listen. Aber ich habe Kuchen bei Security dann reinlaufen sehen. Also, ja, das ist richtig. Also ich war gerade oben mit Liz und noch ein paar Leuten oben in, im Lab und dann habe ich jetzt, bin ich gerade runter, wollte Specimen rein und habe dort auf dem Klo. Ich habe noch gerade was geleuchten gesehen, bin dort noch, habe dann nachgeguckt, wo liegt die Leiche und habe dann die Leiche auf dem Klo gefunden. Auf dem Klo wurde sie ermordet. Red, bist du Angie? Ja, war auch die braune Leiche. War auch braun. Das ist also ganz. Was ist? Das heißt, wo liegt die Leiche? Auf dem Klo. Im Labs, bei Labs oben. Im Labs auf dem Klo. Dort bei Klo, dort unter dem. Neben Specimen-Eingang. Ja, ich glaube, die Lönne war es. Nee, Red, bist du Angie oder bist du Imposter? Ja. Ich und Liz sind es. Wieso, hast du mich wenden sehen? Nee, ich frag nur. Aha, Red ist. Oh mein Gott, Redley, hast du mich wenden sehen? Oh mein Gott, die Zweifel. Nee, weil, pass mal auf. Also eine Sache, okay. Das ist kein Zass, aber es ist ein bisschen weird, weil Red stand an den Kameras, ich habe in die Kameras reingeguckt, hab Red halt stehen sehen, bin rausgelaufen, Kameras waren aber aus, bin zurückgelaufen und Red war weg und jetzt sagt er, ist an den Wasserrädern. Das heißt, er hatte ungefähr. Also Red eine Warden, oder was? Zwei Sekunden, um von den Cams zu den Wasserrädern zu kommen. Das ist also halt schon ich, also ich war ultra schnell. Auto, ja, aber weil, George, hast du ihn wenden sehen? Nee, das also, ist doch die Frage. Oh, kurze Story aus meiner Sicht. Also wir jetzt rot wurden oder was? Ich wollte das für Trollen, ist mir jetzt egal. Ich höre gerade kein anderes. Das reicht mir schon. Seine Reaktion dann, allein war schon. Dann so, oh, fuck. Ich wollte dich trotzdem. Okay. Hey, ihr votet ihr auch kommen. Ja, du hast gesagt, er ist gewendet. Ich hab gesagt, kein Sass, ich wollte es nur. Und übrigens, danke, GG, das war easy. Oh. Wenn ihr mich mal hättet reden lassen, hätte ich euch gesagt, ihr wolltet ihn. Aber ja, gut. Mich lässt ja wieder kein Schwein reden, weißt du? Ja, ich wollte die ganze Zeit sagen, dass ich Red einfach nur hin und her laufen gesehen habe. Ja, ist sehr schön. Ach, halt's mal. Kann man links nochmal die ganzen Rollen. Ja. Wieso krieg ich eigentlich eine Chance von 2 zu 7, dass ich einen Imposter treffe als Shifter? Oh mein Gott, ehrlich, ich hab das hatte ich auch mit Josh gehabt. Ich hab mich gerade so geärgert. Ich hupf in Wendnei und der Lab, wend rauf, ui, der Alex springt in Wendnei. Geil. Möcht runter. Spring kurz raus, denk mal, schau, hat so einer gesehen, nein, spring wieder rein, möchte runterwenden. Der Time Master dreht Zeit zurück, der Alex hüpft raus und killt mich, ich hab mir den Zifix.